Hey Leute, was geht ab euch? Und willkommen hier zum zweiten Samstagspielchen der Bundesliga auf meinem Kanal zum passenden Orakel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Spiel Augsburg gegen den ersten FC Köln. Und ich glaube, dass Köln heute den ersten Sieg einfahren wird. Ich glaube, Köln, ja, mit zwei Niederlagen im Rücken werden sie sich heute, ja, aufrappeln, sage ich mal, und sie werden auf jeden Fall die drei Punkte mitnehmen. So ist meine Meinung. Ich sage 1-2. Augsburg wird aber führen, sage ich. Augsburg wird führen mit 1-0 und dann, ja, werden die Kölner zwei Dinger machen. 1-2. Also Julian, wenn du dieses Video siehst, ich bin für deine Kölner. 4 Stickertütchen sind am Start. Was sagt ihr, Leute? Wie wird die Partie enden? Schreibt mir unten in die Kommentare. Die richtigen Tipps werde ich natürlich einblenden in der Serie Oracle United. Let's go mit der ersten Halbzeit. Augsburg gegen Köln. Wir starten mit dem Hoffenheim-Mannschaftsfoto. Upsala, wer ist da runtergerutscht? Das ist Sandro Wagner, der alte Frechdachs. Wladimir Darida, Emil Forsberg und Alfred Finn-Bogason. So wie ich es gesagt habe, Leute, Augsburg geht hier in Führung. Augsburg geht in Führung. Zweites Tütchen. Hannover 96. Trikots, genau, bin ich nicht drauf gekommen. Jungwirth, Wolfsburg-Logo, Philipp Backfrede und Leonardo Bittencourt. Leute, geht das so auf, wie ich es gesagt habe? 1-1 nach 45 Minuten. Also wenn jetzt der Schiedsrichter jetzt abpfeifen würde, würde jeder einen Punkt mitnehmen. Aber ihr wisst ja, zwei Tütchen kommen noch. Die zweite Halbzeit beginnt mit Clemens Fritz. Clemens Fritz ist am Start. Fabian Scheer, Timo Werner, Christian Günther und der Herr limitierte Auflage sogar. Marcel Halstenberg. Marcel Halstenberg von Leipzig. Aber es bleibt beim 1-1. Es bleibt beim 1-1. Freiburg Trikots. Macht gut. Julian Draxler, Sané und Javi Martinez. Es bleibt auch nach 90 Minuten beim 1-1. Der erste Punkt für den ersten FC. Der erste Punkt für Köln. Und ich glaube, Augsburg hat einen, also hätten sie nach diesem Spiel zwei, wenn es 1-1 ausgehen sollte, Leute. Was sagt ihr? Wird Augsburg die drei Punkte mitnehmen oder Köln? Oder gar keiner oder eine Punkteteilung? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.